Vergangenes Jahr wurde der Bericht The Evolution of the Workplace veröffentlicht. 82% der Befragten geben an, dass sie mindestens einen Tag pro Woche von zu Hause aus arbeiten wollen. 54% sagten, dass sie ihre Arbeitszeit gleichmäßig zwischen zu Hause und dem Büro aufteilen möchten. Im Zeitalter des Bloggens, der Telearbeit und der Technologien sind hochwertige, aber kompakte Audio- und Videogeräte unverzichtbar. Das finden auch die Entwickler dieses Funksystems. Es überträgt Signale in einer Entfernung von bis zu 200 Metern und bietet professionellen Hi-Fi-Sound mit einem Rauschunterdrückungssystem. Der Sender arbeitet bis zu 8 Stunden und die Empfänger bis zu 20 Stunden. Das Gerät wiegt nur 11,8 Gramm und kostet ungefähr 144 Euro. Wie verkauft man einen Notizblock in einer Zeit, wo jeder in sein Smartphone starrt? Das geht nur, wenn der Notizblock smartphonefreundlich ist. Analysten schätzen, dass im Jahr 2021 rund die Hälfte der Weltbevölkerung ein Smartphone besaß. Der Markt, den die Macher von Rocketbook gewählt haben, ist also sehr vielversprechend. Rocketbook ist ein intelligentes Notizbuch, mit dem man alle Skizzen schnell in der Cloud speichern kann, zum Beispiel in Google Drive oder Evernote. Die Smartphone-Kamera dient als Scanner und die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist ganz schön ordentlich. Eine spezielle App, ein QR-Code und die KI-Technologie helfen bei der Suche und Entschlüsselung der Daten. Die Notizen auf den speziell beschichteten Seiten können auch wieder gelöscht werden, sodass ihre Lebensdauer praktisch unbegrenzt ist. Außerdem ist die Idee umweltfreundlich. Wenn hunderte von Notizbüchern damit ersetzt werden, wird mindestens ein Baum gerettet. Ein 32-seitiges Notizbuch mit einem Stift und einem Mikrofasertuch kostet ab 13 Euro. Im Guinness-Buch der Rekorde gibt es einen Eintrag über einen Mann aus Schweden, der an Atemstillstand leidet. Es handelt sich um eine Krankheit, die mit Schnarchen einhergeht. Der Mann macht im Schlaf 93 Dezibel Lärm, etwa so laut wie ein Bohrhammer. Vielleicht könnte ihm ja das Gerät helfen. Die Macher von Snore Circle versprechen, dass er Schnarchgeräusche erkennt und spezielle Impulse sendet, um die Atemwege zu erweitern. Das Gerät arbeitet 15 Stunden durch und lässt sich mithilfe einer Smartphone-App anpassen. Es wiegt 12 Gramm und stört somit nicht beim Schlafen. Die Kosten betragen rund 125 Euro. Was braucht man, um 7.700 Euro auf Kickstarter zusammenzubekommen? Eigentlich nur eine Haltevorrichtung für Nägel. Das muschelartige Gehäuse ist mit einer Reihe von Rillen, Magnetverschlüssen und Fingerschlaufen versehen. Das war's eigentlich schon. Die Vorrichtung wird in einer Universalgröße geliefert. Das Basismaterial ist ABS-Kunststoff, sodass der Helfer nur 45 Gramm wiegt. Der Preis liegt bei ca. 9 Euro. Eine Frage, die wahrscheinlich unbeantwortet bleibt: Was genau wurde hier patentiert? Was wäre dieses Video ohne ein Multitool? Dieses hier verspricht 15 Werkzeuge in einem. Mit Lineal, Speichenschlüssel, Abisolierzange, Schraubendreher, Flaschenöffner und anderen nützlichen Optionen ist das Multitool kompakt und wiegt nur 18 Gramm, sodass es sogar in eine Brieftasche passt. Auf Wunsch kann es dank dem integrierten Magneten auch am Kühlschrank befestigt werden. Die Idee wurde zum Patent angemeldet und der Preis beträgt derzeit 19 Euro. Um diese unglaubliche Entwicklung zu beschreiben, hatte der Verkäufer nur zwei Worte parat: echter Nutzen. Es handelt sich um einen kompakten Schlüsselanhänger, der sich in einen vollwertigen Stift verwandelt. Zusammengeklappt ist er etwa 5 cm lang und ausgeklappt 11,4 cm. Das Set enthält 3 Minen, sodass man immer genügend Tinte zur Verfügung hat. Mit dem Clever Clip kann man den Stift schnell entfernen, ohne die Ringe entwirren zu müssen. Der Stift ist aus 420er Stahl gefertigt, einem beliebten Material für die Herstellung von Messern. Der Verkäufer verlangt dafür rund 6 Euro. Hier kommt ein klassisches Beispiel für den Fall: ein Problem schaffen und dann eine Lösung verkaufen.
Die Smart Homes von heute sind so modern, dass das auch nerven kann. Denn wer will schon ständig eine App auf seinem Smartphone öffnen, nur um das Licht ein- oder auszuschalten? Die Macher dieses Gadgets haben sich also etwas einfallen lassen. Der Würfel versteht Gesten, denen die gewünschten Optionen zugeordnet sind. Dreht den Würfel um 180 Grad und das Licht geht aus. Schüttelt ihn und der Alarm geht an. Sich die Gesten zu merken, wie es in der Beschreibung heißt, ist für viele einfacher als Tastenkombination. Es gibt jedoch einen kleinen Haken. Der Würfel funktioniert nicht von selbst, sondern erfordert eine zusätzliche Steuereinheit desselben Unternehmens. Der Würfel kostete 17 Euro und für die Steuereinheit verlangen sie etwa 48 Euro. Wie klein kann eine Spielekonsole sein? Diese hier kann man an einen Schlüsselbund hängen und sich unterwegs amüsieren. Die Steuerung ist klassisch. Zu den Spielen gehören Tetris, Space Debris und einige andere Optionen. Auf Wunsch kann man auch sein eigenes Spiel erstellen und hochladen. Der Kunde hat die Wahl zwischen einem grauen, rosa, türkisfarbenen oder transparenten Gehäuse. Die Hardware ist nichts Besonderes. Ein Raspberry Board, 40 mAh Akku, das reicht für etwa 2 Stunden Spielzeit, und ein schwarz-weißes OLED-Display. Die Konsole ist auffallend leicht und wiegt nur 9 Gramm, leichter als 2 DIN A4 Blätter. Man kann 2 Konsolen miteinander verbinden und gemeinsam spielen. Der Preis beginnt bei 28 Euro. Mit dieser kleinen Kamera ist es ganz einfach, ein diskretes Videoüberwachungssystem einzurichten. Sie misst 20x22 mm, verspricht Full HD 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde und kann Bewegungen aufnehmen und im Dunkeln aus einer Entfernung von etwa 3 Metern filmen. Der Akku hat eine Kapazität von 200 mAh, was etwa 100 Minuten ununterbrochener Aufnahme entspricht. Die Kamera arbeitet mit Speicherkarten von bis zu 32 GB und unterstützt sogar ältere Systeme wie Windows 2000. Im Durchschnitt verlangt der Hersteller 30 Euro für alles. Zudem kann die Kamera auch arbeiten, wenn man an sie eine Powerbank anschließt. Dieser kompakte Alltagshelfer für 55 Euro ist nützlich für Landwirte, Reparaturexperten, Jäger und Angler. Es handelt sich um Bits in einem praktischen, kompakten Gehäuse mit Magneten. Das Gehäuse wiegt etwa 90 Gramm und enthält Torx-Bits der Größen T6, T7, T8, T9, T10 und T15. Das einzige bewegliche Teil ist die Klappe, die eine gute Kontrolle und ein maximales Drehmoment ermöglicht. Mit einer Länge von 82 mm passt das Ding problemlos in einen Rucksack oder eine Werkzeugtasche. Und das hier ist eine Entwicklung für alle, die von einem Smartphone nicht genug bekommen. Damit kann man gleich zwei Handys verbinden und das entstandene Sandwich dank der 360-Grad-Drehung nutzen. Die Konstruktion basiert auf starken Neodym-Magneten und kann auf einer Klebefläche befestigt werden. Überraschenderweise gelang es den Machern, ein Patent zu erhalten, und sie versprechen, dass ihre Idee mit Smartphones aller Marken und Größen kompatibel ist. Auf der Homepage werden mehrere Nutzungsszenarien angeboten, zum Beispiel ein Handy für die Arbeit und ein anderes für private Angelegenheiten. Außerdem ist es damit schwieriger, das Smartphone zu vergessen oder zu verlieren. Der Preis beträgt 28 Euro. Baseball wird in mehr als 120 Ländern gespielt, von den USA bis Südkorea. In den USA ist die Sportart so beliebt, dass sogar zu den Studentenspielen Hunderttausende von Zuschauern kommen. Dieser Ball wird also ganz bestimmt Nachfrage haben, zumal er für rund 24 Euro zu haben ist. Der Hersteller betont allerdings, dass man den Ball nicht mit dem Schläger schlagen darf, sondern nur werfen und mit den Händen fangen. Ansonsten entspricht er genau den Eigenschaften aus der Major League Baseball. Dasselbe Gewicht und dieselbe Größe, sowie natürliches Rindsleder. Die LED-Leuchten liefern 100 Lumen und der Ball wird mit einer A23-Batterie betrieben, die für etwa 10 Stunden Betrieb ausreicht. Man kann den Ball mit speziellen Tasten ein- und ausschalten. Ein tolles Geschenk für Familie und Freunde, die alles im Mini-Format mögen, sagt der Hersteller dieser Mini-Axt, die Pakete und Briefe öffnen soll. Sie eignet sich aber auch als Souvenir oder als Schmuckstück. Manche tragen sie sogar als Ohrringe. Die Klinge ist aus rostfreiem Stahl und der Griff ist aus Holz gefertigt.
Die Länge beträgt etwa 71 mm und das Gewicht etwa 6 Gramm. Im Set gibt es zwei Mini-Äxte mit speziellen Hüllen. Auch wenn sie noch so klein sind, sollten sie auf ihre Finger aufpassen, mahnt ein Käufer. Der Preis liegt bei etwa 19 Euro. Ein ähnlich kompaktes Souvenir bietet dieser Verkäufer an. Das Messer aus rostfreiem Stahl kostet 4 Euro, ist 40 mm lang und die Klinge 18 mm lang. Es eignet sich sowohl für einen Schlüsselbund als auch einen Touristenrucksack und soll helfen, einen Brief zu öffnen oder eine Schraube zu entfernen. Allerdings sind nicht alle Nutzer mit der Qualität zufrieden. Dafür ist aber auch der Preis bescheiden. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.